Hallo und herzlich willkommen zur Happy Hour. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In diesem Monat mache ich für euch eure Wunschcocktails. Heute beginnen wir mit dem Wunsch eines Kollegen, er wünschte sich einen Biercocktail und da er selbst Bier braut, haben wir uns zusammengetan. Er hat für mich eine Berliner Weißer gebraut und auch ein Video dazu gedreht. Oben im Eck habe ich es euch verlinkt. Mit der Berliner Weiße von ihm mixe ich mit euch eine Weiße International. Dafür brauchen wir 2 cl Johannisbeer-Wodka, 2 cl Contreux, 2 cl Lime Juice, 2 cl Cranberry Sirup und 16 cl Berliner Weiße. Ich nehme natürlich hier die vom Olli. Wir nehmen ein Cocktailglas und geben den Wodka, den Contreux, den Lime Juice und den Cranberry Sirup hinein. Anschließend geben wir 4 bis 5 Eiswürfel in das Glas und rühren den Cocktail um. Danach füllen wir das Glas mit der Berliner Weiße auf. Strohhalm rein und fertig ist der Weiße International. Der Cocktail hat ein Alkoholgehalt von 10% und schmeckt säuerlich und leicht süß. Er enthält ungefähr so viel Alkohol wie eine Flasche Bier. So, das war der erste Wunschcocktail für diesen Monat. Wie gefällt euch der Cocktail? Schaut doch auch mal bei Ollis Kanal vorbei. Nächste Woche mache ich mit euch einen alkoholfreien Colada. Welche Cocktails soll ich danach machen? Schreibt es mir in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr keins meiner Videos mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal, euer Chris.